Willkommen zurück zu The Long Dark. Wir sind endlich in Ebene 2 angekommen, nach einer Odyssee mit ganz viel Gas, das hier ausgeströmt ist. Und jetzt geht's hier mal weiter und wir gucken mal, was passiert. Erstmal schön wieder durch das kalte Wasser hier durch. Da zieht's uns schön die Zehennägel raus. Electric Shock Risk, okay. Dramatische Musik, die hier eingespielt wird jetzt, macht die ganze Erkundung nicht unbedingt entspannter. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Ich hoffe, ich habe nichts liegen gelassen. Wir haben das Gewehr mit dabei. Ja, das passt schon. Das passt schon. 46 Kilo. Oh, jetzt kommen wir aber in ein weitläufiges Geländer hier. Meine Güte, Geländer. Gelände. Da geht's nach oben. Da gibt's eine Tür, die wahrscheinlich, ja, verschlossen ist. Das ist jetzt aber nicht die Tür, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Das muss jetzt irgendwas anderes sein. Man hört immer noch den Wind draußen heulen. Es ist immer noch Sturm da draußen. Oder schon wieder. So, ein Weg ohne Wiederkehr. Wir kommen hier nicht mehr hoch, wenn ich einmal hier runtergehe. Oder? Nein. Und hier hat schon jemand genächtigt. Was habe ich denn hier? Eine Arbeitshose, die wir nicht mehr brauchen. Das Holz könnten wir gebrauchen. Thank goodness. Die Bücher darf ich nicht mehr mitnehmen. Oh, den Kanister hier mit ein bisschen Öl auf alle Fälle. Ich würde ja fast die Magnesiumfackeln hier lassen, weil wir so viel Öl haben. Und außerdem theoretisch zur Not auch noch die blauen Fackeln hätten. Lass mal die roten Magnesiumfackeln hier. Gut, also wir könnten hier ein bisschen nächtigen, wenn gewünscht, aber da wir eh schon genächtigt haben, brauchen wir das nicht. Hier geht's auf alle Fälle ein steiles Gebälk hier hoch. Was ist das? Einmal. Oh, ein Zünder. That's what I'm looking for. Ein Zünderpaket. Guck dir das an. Wir haben erwischt, was wir haben wollten. Oh, bitte nicht runterfallen. Hier geht's auf alle Fälle runter. Ganz schön weit sogar. Aber geht's hier auch weiter? Feels like a lot of gear. Ja, vielleicht, dass wir das ein oder andere doch noch ablegen. Ich fürchte, wir müssen hinab in die Tiefe. In die dunkle Tiefe. Na doch, hier geht's ja doch noch weiter. Bolzenschneider, da können wir hier wieder raus. What have we here? Nehme ich mit. Und hier ist wieder dieses komische X, ne? Das Graffiti. Es hat ja geheißen, man muss doch irgendwie so einen Hinweis finden. Oh, nicht hier durchfallen. Ah, okay. Ich sehe überhaupt nichts. Was siehst du denn, Mackenzie? Na gut, der wechselt immer selber, ne? Die Kamera bewegt sich immer hier hoch. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Boah. Keine Ahnung. Ist jetzt die Kombination 7 am Anfang oder so? Naja, naja. So, den Bolzenschneider können wir wahrscheinlich nicht nur hier verwenden, sondern an auch oben am anderen Gitter. Aber bevor wir hier wieder rausgehen, will ich noch kurz hinabsteigen. Schwer bepackt ich immer rumlaufe. Da liegt noch eine Leiche und ein bisschen Wasser. Oh, Waldflüstererbrief. Hochexplosive Sprengstoffe, giftiges Gas, bodenlose Abgründe. Es war Knochenarbeit. Aber wir haben den letzten Teil der Kombination zusammen. Sie haben die Schilder auf dem Weg zum Aufzug markiert. Clever. Und jetzt nichts wie raus. Da haben wir jetzt. Haben wir jetzt alles gelöst? Drei von drei. Also, wenn man mich jetzt fragen müsste, wie die Kombination lautet von diesem komischen Schloss, hätte ich gesagt, irgendwas mit 18 am Schluss. Das ist alles. Aber der McKenzie ist offenbar ein bisschen schlauer wie ich. Und hat das natürlich sofort gecheckt, was hier los ist. So, ich guck mal, ob ich nicht doch jetzt mal 3 Kilo los werde. Ich kann gar nicht so viel essen und trinken, dass ich das alles wieder los werde. Wir werden ein bisschen... Oh, jetzt bin ich kurz erschreckt, weil ich die Flamme im Hintergrund gesehen habe hier. Wir werden ein bisschen Kohle ablegen. Na, so schwer ist Kohle gar nicht. Tannholz noch ablegen, 2 Kilo. Bücher habe ich leider nicht mit dabei. Da kann ich nichts ablegen. Das Leder kommt auch noch weg. Ansonsten können wir noch etwas auffüllen. 50,13. Komm, eine Fackel. Gut. Da wir halt auch den Bolzenschneider noch mit dabei haben. Geh mal davon aus, ich gehe lieber hoch, weil ich nicht weiß, ob ich nicht doch nochmal jetzt hochschauen muss, dort wo das Licht so geleuchtet hat. Frage ist, wer hat dieses Licht hier ein- und ausgeschaltet hier oben? Hier hat es ja geleuchtet quasi. Aber wer hat das ein- und ausgeschaltet? Welcher Lump hat sich hier erdreistet, das ein- und auszuschalten? Man weiß es nicht. So, wir verziehen uns jetzt. Ich werde mal ein bisschen sprinten. Oder schnelleres Gehen, besser gesagt. Also richtig sprinten ist das momentan nicht, was wir machen. Und da gucken wir jetzt aber trotzdem mal beim Aufzug, ob wir ganz nach oben fahren können. Und wenn wir ganz nach oben fahren können, wo wir dann letztendlich rauskommen. Weil eigentlich war ja der andere Aufzug mit Ebene 1 komplett versperrt. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir wieder nach unten. Und unten nochmal durch das Gas durch. Quietsch, quietsch, quietsch. Ah, nee. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier raus. Ah, das ist ja ganz woanders. Ah, jetzt kommen wir hier raus. So, bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Habe ich noch irgendwas dazu bekommen? Jetzt bin ich wieder bei 50. Na gut, vielleicht brauchen wir den Bolzenschneider nicht mehr wirklich. Vielleicht wird der entfernt aus dem Inventar. Nein, immer noch da.
Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich den bis nach Hause schleppen, den Bolzenschneider? Also wir kommen hier raus, wo wir ursprünglich schon mal reingeguckt haben und wo dann Sackgasse war. Das heißt, wir haben nur noch vorne das komische Waldflüsterer-Versteck mit der Kombination an der Tür. Und ansonsten müsste es das gewesen sein. Jetzt bloß nicht alles kaputt machen hier. Mine. Bleib noch stabil, solange wir hier unterwegs sind. Genau, das war jetzt die Richtung. Das heißt, wir können jetzt hier zurückgehen. Aber hatten wir nicht noch eine Richtung hinter dem kleinen Gebäude mit dem Schloss davor? Da war doch auch noch ein Weg. War da nicht noch was dahinter? Und soll ich jetzt den Bolzenschneider wirklich bis mit nach Hause nehmen? Ich kann ihn nicht da lassen. Ich würde mich grün und blau ärgern, wenn ich den nochmal zu Hause irgendwie brauchen würde. Das wäre dann so bitter. Ach, es klingelt schon wieder. Ich wollte doch zuerst noch... Naja, wir gehen mal erst ans Telefon, damit nicht ständig im Hintergrund klingelt. So, how did it all work out? Hello again. Well, I managed to sabotage the locking mechanism, but that won't change much. Mathis found dynamite, and soon, thanks to me, he'll have detonators too. He plans to blast through to Solitary and get Donner out that way. Shit. Time for the nuclear option. But I thought you said you didn't have it. Relax, Mac. Figure of speech, right? What are you gonna do? We're out of time. I've been gone for too long. Atwood's gonna be pissed. What did you say? Huh? Nothing. Just said we're running out of time. No, after that. Oh, right. Just my thesis advisor. She's the only reason I'm out here at all, Mackenzie. I'm a grad student, astrophysics. So? It just so happens that this part of Great Bear offers one of the best unoccluded zones. Ideal for setting up certain sensitive instruments for my research, so that... I have to see her. You have to see my thesis advisor. You aren't making any sense, Mackenzie. It'll take too long to explain. We need to get out of here and get to Atwood as soon as possible. Oh, okay. How do you know about her? And what about Mathis? And Donner? If they make it out, there's a good chance they'll end up finding Atwood. And that's a big part of what I'm trying to prevent. Where is she? The Suzuki Radio Telescope. It's about 15 to 20 clicks from here. That's where I was headed when my car stopped working. I've been living there, doing research for months, alongside Dr. Atwood. Mackenzie, if the convicts find out about the radio telescope, it'll be bad. It's an old government facility, so there's all kinds of supplies there. Food, medical equipment, vehicles, radios. They could hunker down for weeks, months. It'd make a hell of a base of operations for all manner of evil shit they might get up to. They could prey on everyone within 100 clicks. Blackrock is a fortress, but it's broken. It's been broken by the Aurora and everything that's going on right now. But what the hell is going on right now? I'm not 100% sure. But astrophysically speaking... Yeah? It's pretty messed up. Look, Suzuki is shielded,
Due to the kind of work they do there, it's shielded from electromagnetic radiation. There's a good chance that all the shit that's been going on out here, that it hasn't been affected in the same way. Which means? It means Suzuki may be the key. So, how do we get out of here and stop Mathis and Donner at the same time? Not sure. But I have an idea. Just buy me some time. I'll do what I can. Good luck to us both, Mackenzie. Kennen wir Dr. Atwood? Der Mackenzie kennt Dr. Atwood offenbar. Mir sagt der Name überhaupt nichts. Da werde ich mal zwischen den Folgen gucken, ob wir von Dr. Atwood schon gehört haben. Er kennt Dr. Astrid. Ja? Dr. Astrid Greenwood. Aber nicht Atwood. Deswegen ein bisschen seltsam, dass der Mackenzie die Dame kennt. Oh nein. Okay, es ist ein ganz normales Schloss jetzt, oder? Ich kann das ausprobieren. Ja, ich kann es ausprobieren. Alles gut. Ich dachte schon, ich muss jetzt genau die Zahlen eingeben. Wir können es aber ausprobieren. Alles gut. Oh Gott. Ich bin zu ungeduldig. Also 13. Und dann irgendwas mit 8 oder 7. Dann müsste 18 kommen. Na Gott sei Dank, Leute. Uiuiuiui. Was haben wir denn hier? Kampfstiefel sind wahrscheinlich für uns nix. Wir nehmen aber trotzdem natürlich erstmal alles mit. Waldflüsterer Memo. Ein Blatt Papier als Brief geschrieben, aber ohne Datum und nicht unterschrieben. Wir haben eine Art Zwischenstation in einer alten Mine im Schatten des Schwarzfells errichtet. Sie liegt nicht weit vom Gefängnis entfernt, daher schätzen wir nicht, dass sich jemand an den Vorräten zu schaffen macht. An diesem Ort herrscht eine mächtige Energie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich fühle mich bei jedem Besuch aufs Neue erfrischt. Wir hoffen, dass wir hier in der Mine auch ein paar nützliche Ausrüstungsgegenstände abstauben können, da sie etwas moderner als viele andere auf großer Bär ist. Vielleicht sogar noch mehr Sprengstoff. Wir müssen sie vom Festland abschneiden. Wir können nur mit Hartnäckigkeit weiterkommen. Eine Abhängigkeit vom Festland bedeutet einfach noch mehr Umweltzerstörung. Ab jetzt keine halben Sachen mehr. Excellent. So, Dosenöffner bleibt hier den Kochtopf. Unser Kochtopf hat 80% Haltbarkeit. Wir werden mal vergleichen. Ganz viele Spitzenpfirsiche. Das kann ich alles gar nicht tragen. Dose Schießpulver, das könnten wir noch mitnehmen. Aber da wir hier sowieso Krachmacher finden, sparen wir uns das. Ein Gewehr ist auch noch mit dabei. Ganz viel Revolver, Gewehrmunition. Leute, wir werden hier zugeschmissen. Mit neuen Sachen. Also wir lassen ganz viel Zeug natürlich jetzt hier zurück. Ich kann das alles nicht mehr tragen. Der Bolzenschneider, ne? Was mache ich mit dem Bolzenschneider? Und was fehlt dem Bolzenschneider? Dem Bolzenschneider fehlt offenbar irgendwas. Also, die Kampfstiefel, die sind halt gut, um jetzt hier vor Angriffen zu schützen und vor Nässe wahrscheinlich auch, ja. Die sind halt nicht sonderlich warm. 1,1. Auf der anderen Seite 69%, 75, 69% und wir haben 1,0. Also wir ziehen die doch an. Wir ziehen die jetzt doch an. Komm. Und wir werden die hier zerlegen, die Arbeitsstiefel. Sind zwar ein bisschen schwerer noch. Also einmal zerlegen. Getrocknetes Leder. Sonne geht jetzt gerade unter. Ich würde sogar noch warten, dann bis die Sonne wieder aufgeht. Dann machen wir uns auf den Weg nach draußen. Reparieren. Oh, jetzt habe ich nicht mein, jetzt habe ich mein Licht nicht ausgemacht. Die Lampe ist jetzt leider
Hat das komplette Lampenöl verbraucht. Yep. So, ansonsten, das passt. Dann, was mache ich denn mit den ganzen Spitzenpfirsiche? So viel Zeug zu essen. Naja, wir hauen uns mal den Wams voll, werden dann noch schlafen, werden dann nochmal was essen und trinken, dann geht's nach Hause. Dann das bleibt hier, das bleibt hier. Wir haben jetzt wieder 4 entsprechende Krachmacher. Das Schießpulver lasse ich hier. Dann der Kochtopf bleibt hier. Dann einmal auffüllen. Das Leder bleibt hier. Geht's eigentlich unserer Mütze? Wir haben ja immer noch diese Kaninchenpelzmütze. 81%. Wir müssten uns eventuell mal nach einer Alternative umschauen. So, ist hier irgendwo Platz für unsere... Ich weiß ja gar nicht, wo der Ausgang ist. Hier. Das heißt, wir werden jetzt mal... Ah, wahrscheinlich so 10, 11 Stunden nächtigen. Weil gerade eben Sonnenuntergang ist. Und dann gucken wir mal in unser schlaues Büchlein, was wir jetzt für eine Aufgabe haben. Wir müssen einfach nur die Mine verlassen. So, 55 Kilo. Nochmal was essen und trinken. Erstmal die schweren Pfirsiche weg. Und dann schleppen wir uns mal nach draußen. Wir haben 7 Liter an Wasser. Ist auch fast ein bisschen zu viel. So, habe ich jetzt noch genügend Stickies? 5? Ja, also wir könnten uns notfalls noch eine Höhle bauen, wenn Loot am Mann ist. Vielleicht kommt aber jetzt auch eine Zwischensequenz und uns werden sämtliche Sachen entwendet. Ob das so ist, das finden wir in der nächsten Folge raus, wenn wir unseren Weg nach Hause antreten. Also rumpelt schon wieder. Oh, shit. Oder auch nicht.